Wurden das eigentlich hochkatapultiert? Das weiß ich gar nicht. Ah, super Schnellfeuerkanone. Das wirft viele Power-Ups ab. Das ist gut. Ich glaube, das ist das Erste, was wir hätten machen müssen. Können wir eigentlich wechseln hier? Genau. Jetzt erledigen wir erstmal diese ganzen Viecher. Oder vorerst den Spawner. Das geht schneller. Wow, fuck. So, wir speichern mal wieder unter wenig Leben. Weil wir wenig Leben haben. Ja, ich muss schon Prioritäten setzen. Mit 28 Leben haben wir richtig wenig Leben. Oh, scheiße. Auf die Bomben müssen wir achten. Ja, bleib du. Bleib stehen. Ja. Da speichere ich doch gerne mal unter Safe 2, aber nur wenn die Bomben weg sind. So, wir haben 20 Handgranaten. Ach du Scheiße. So, jetzt speichere ich nochmal. Das macht sich jetzt wesentlich sicherer. Jetzt haben wir wieder topfit. Also wir sind hier jetzt wieder topfit. Und wir können den da drüben jetzt hoffentlich ohne Probleme zerstören. Wir können natürlich in die Container mal reingucken. Allerdings gibt es da nichts sonderlich Brauchbares. Dann schmeißen wir mal da mal eine Handgranate rein. Und noch eine. Mir fehlt jetzt irgendwie eine Soundkulisse, kann das sein? Irgendwie fehlt die mir jetzt. Irgendwie so eine richtig spannende Musik. Ist jetzt gar nicht dabei. Nein, verdammt. Wir sind mitten in eine Bombe reingerast. So, rein da. Nein. Alter, wie viel Leben wir hier verlieren. Aber mal gut, dass da dieser komische Affe rumläuft. So, der Turm ist weg. Yeah, next level. Genau davor habe ich gespeichert. Gut, ja, wollen wir mal wieder die Schneeballkanone jagen. Ah, wir dürfen noch nicht die Wand berühren, bevor wir dieses schöne Power-Up bekommen können. Ich krieg die Schneeballkanone, ich werde dich immer kriegen. Ah, aua. Die kriegen wir, das sage ich euch. Ich krieg dich. Ja, wir haben sie. Yeah. Yo, Professor, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt so Tolles? Soll ich die Croutons überreichen? Lecker. Gut, ja, wir sind wieder im nächsten Level angelangt. Gut gemacht, Kurt. Sie haben Kirkady gerettet. Ich verlese mich immer. Schön für die Touristen. Aha, okay. Wenn schön für die Touristen sind, jo. Unsere Statistiken mal wieder. 17.153 abgefeuerte Schüsse, 42% Treffsicherheit. Sniper-Schüsse überhaupt gar keine abgegeben. Treffsicherheit war diesmal bei 0%. Aber 90 von 121 Treffer. Unsere Treffsicherheit war bei den... Ach nee, stimmt. Die Treffsicherheit ist 42%, aber bei den Sniper-Schüssen 0%, weil wir auch von den Sniper-Dingern gar nichts abgeschossen haben. Das haben wir auch, glaube ich, gar nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Gut, wir sichern das Spiel unter Save 2. Kurzmeldung, ein riesiger Minecrawler ist auf dem Weg in das winzige Dorf Sparrow Pit in England. Dort müssen wir zwingend hin, weil das Spiel es so verlangt. Kurt, zwingen Sie sich wieder Ihren schwarzen sexy Anzug und begeben Sie sich zu Sparrow Pit. Ja, erinnert irgendwie an die kleinen, an die Folge von den Simpsons. Diese verdammte Sexy Flanders. Nein. Wir wurden mal wieder vom Radar erwischt. Boah. Dürfen uns mal wieder nicht von den Dingern erwischen lassen. Boah. Ich muss echt mal wieder reinkommen hier. Oh, nein. Die Handgranaten waren es mir wert.
Oh. Nein. Naja, 130 Leben. 20 weniger als vorher, aber egal. So, wir speichern mal. Huch, Turbo-Modus an. Ach, die gute Musik wieder. Wow. Was haben wir heute für Gesellen? Rote. Sind ein bisschen schwer zu besiegen. Ach du Scheiße, die tummeln sich ja auf. Das ist ja schrecklich. Wir brauchen wieder eine Atombombe. Düm-düm. Dramatische Musik. Halt, was war denn das? Ich wollte mal nachgucken. Alter, von was werden wir denn hier beschossen? Das ist doch Wahnsinn. Boah, meine Güte. Ich bin gerade total durcheinander. Was verschießt uns denn hier alles? Kreuz und quer. Das ist doch unfair. Ah, eine Köderattrappe. Nein, verdammt. Ich sehe nichts. Auch wenn es hell ist, ich sehe nichts. So. Da, Köderattrappe. Beschieß die mal. Dankeschön. Wie können wir dieses Schiff da oben zerstören? Ja, jetzt haben sie wieder unser das Augenmerk auf uns gerichtet. Aber was genau müssen wir hier beschießen? Das weiß ich gar nicht. Bin mir gerade nicht wirklich sicher, was wir hier genau bekämpfen müssen. Ich könnte mir denken, dass wir das Schiff da oben besiegen müssen, aber wie? Wir werden ja von jeder Seite aus beschossen. Aber wirklich von jeder Seite. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe irgendwas da oben zerstört, aber ich bin mir nicht genau so sicher, was genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, es ist mir zu viel, das ist mir zu viel. Lasst mich in Ruhe, Leute, es ist mir zu viel. Okay, die Kugeln da müssen wir kaputt machen, so viel ist sicher. Die beschießen uns die ganze Zeit. Nein, ahaha. Ja, lass mich in Ruhe. So. Weg hier. Wieder zum Level-Eingang. Okay, aber die können immer noch weitere Schiffe schicken mit diesen merkwürdigen Leutchens. Kann mir irgendjemand mal ein leckeres Brathähnchen? Na gut. Toast. Okay, wir haben die Kugeln abgemacht, aber trotzdem muss dieses Schiff runter. Habe ich so das Gefühl. Nein, verdammt. Ich bin mir nicht so sicher, wie genau wir dieses Schiff runterkriegen sollen. Ich muss mir echt einen Kopf drum machen, was der da alles abfeuert. Das kann ich halt nur sehen, solange hier nicht... Ach, das ist noch eine Kugel. Oh, jetzt geht das Schiff unter. Also, wir müssen uns darum bemühen, die ganzen Kugeln abzukriegen. Die fetten Kugeln mit der Piemontkirsche. Und hier ist noch ein Bild von irgendjemandem. Uah! Aber weißt du was? Ich glaube, das Ding würde ich nochmal machen. Nachdem ich ein Schlückchen getrunken habe. So, also das wird bestimmt noch etwas länger dauern mit der Aufnahme. Weil, wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst den Upload von Half-Life gestartet. Weil das Internet ist hier richtig langsam, wenn hier was hochgeladen wird. Und zum Glück ist ja keiner da. So, wir laden das nochmal. Mit 130 Leben und dem Turbo-Modus. So, da ist dieses Schiff. Wir können ja mal währenddessen da oben mal die Köderattrappe verwenden. So.
schmeißen wir die mal hier hin. So. Und dann haben wir genug Zeit, die Kugeln abzufeuern. So, 2, 3. Moment, wo war noch eine Kugel? Wo war noch eine Kugel? Da. Da war noch eine Kugel. Ich glaube, die sind fertig. So. Ah, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So, jetzt müsste nochmal dieses Schiff herkommen. Bah. So, los, schmeiß es ab, schmeiß es ab. Schmeiß das Ding ab. Ich bitte dich, ganz höflich, schmeiß das Ding runter. Ja, du wolltest nichts, du wolltest nicht machen. Na, wie ich ist jetzt gemacht, meine Güte. Gut. Ich höre immer noch Geräusche. Oh, wir können immer noch beschossen werden, das ist ja blöd. Na gut, dann müssen wir mal die... Hallo, weg da. Atombömmchen mal da hinwerfen. Ja, stell ich mir doch nicht in den Weg, meine Güte. So. Wir können durchschreiten. Haben wir gar nicht benötigt. 50% Gesundheit. Hätten wir aber benötigt. Ja. Oh. Hoppala. Was ist das denn? Ach du Scheiße, was wirft der denn alles weg? So, jetzt müssen wir erstmal wieder einen groben Überblick haben, was denn hier alles abgeht. Zumindest solche gigantischen Roboter greifen uns an und hier ist auch noch ein Schiff. Wo wir nicht drunter vorbeikommen können. Das ist nämlich unmöglich. Das hat nämlich eine Kollisionsabfrage unter sich. Mal gucken, wie wir die am besten besiegen können. Weil die uns alle auf einmal angreifen. Ich glaube, da hilft nur laufen, 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 laufen. Und laufend laufen und laufen und laufen. Das Blöde ist, dass die meinen Sprungtrick bemerken. Oder nicht, dass das ja auch so wieder so eine Sache ist. Oh Gott, ich glaube, das muss ich normal laden. Oh. Die Glaskuppe ist weg. Ach, solange wir uns hier drauf befinden, ist das da, oder wie? Ja, stimmt, solange wir uns auf dem gelben Feld befinden, ist die Glasscheibe weg. Alter, Alter. Wir werden hier ordentlich bombardiert und der trifft immer. Mann, Mann, Mann. Vielleicht sollte ich auch nicht zu weit fortschreiten. Sondern lieber heulend weglaufen. Was haben wir denn hier für eine schöne Aussicht? Nee, das laden wir nochmal. Also, das kann vielleicht eine Weile dauern. Ja, so kann man es auch mal machen. Da ist es ein klein wenig ruhiger hier hinten. Und naja. Da beschmeißen die uns hier wieder ordentlich. Was ist das da hinten in der Ecke? Ach, nur ein Apfel. Bah. Gerade die Dinger nerven am meisten. Bah. Ich brauche eine bessere Waffe. Oh, 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 oh. Gut, der ist weg. Speichere mal.